Hallo, so heute möchte ich mit euch so lustige Pepperwoods-Fingerpuppen machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Pepperwoods oder überhaupt für eure Pepperwoods-Figuren, sowohl für Papawood und für Schorsch, benötigt ihr immer einen Körper. Den macht ihr, indem ihr ein Papier einmal faltet. Dann habt ihr hier oben eine geschlossene Kante und dann malt ihr an der Kante einen Körper runter. Und die geschlossene Kante schneidet ihr dann nicht auf, sondern die bleibt geschlossen und ihr schneidet wirklich nur auf den eingezeichneten Linien. Das sieht dann nachher so aus. Den Kopf. Den braucht ihr zweimal und das geht ganz einfach. Ihr braucht einmal das rosafarbene Papier und auch das knickt ihr einmal in der Mitte. Habt ihr dann, ja, dass es quasi wie ein Buch ist. Und dann malt ihr einfach einmal einen Kreis auf. Und an den Kreis müsst ihr halt noch einen Rüssel dran machen. Und das müsst ihr dann nur noch ausschneiden. Das sieht dann so aus. Für die Ohren lasst ihr das Papier am besten die ganze Zeit doppelt. Ja, da müsst ihr einfach ein U aufmalen und einen Strich oben drüber und das ausschneiden. Und für die Nase macht ihr einfach eine 0 und schneidet die dann auch aus. Für diese Pausbacken benötigt ihr einmal das pinke Papier und da malt ihr euch einfach einen Kreis auf und der muss auch ausgeschnitten werden. Die Pausbacken könnt ihr aber auch mit einem Filzstift zum Beispiel aufmalen. Zum Schluss fehlen jetzt nur noch die Augen. Da nehmt ihr auch wieder am besten das Papier doppelt und auch da malt ihr einfach einen Kreis auf und schneidet den dann aus. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann habt ihr jetzt einen Körper. Zwei Ohren, zwei Köpfe, zwei Nasen, zwei Augen und ein Pausbäckchen. Jetzt müsst ihr eure Fingerpuppe nur noch zusammenkleben. Und damit es auch wirklich eine Fingerpuppe wird, müsst ihr hier außen nur den Kleber auftragen. Das ist ganz wichtig. Also an dieser Seite nur außen, wo ich jetzt gerade entlang male, und an der anderen Seite. Ihr dürft auf gar keinen Fall hier in die Mitte Klebe machen, weil sonst könnt ihr dann nachher gar nicht euren Finger reinstecken. Dann macht ihr die andere Seite quasi da drauf. Dann nehmt ihr euch den Kopf. Am besten macht ihr die Seite, wo ihr eure eigenen gemalten Linien noch seht, nach innen. Tragt da auch Kleber drauf. Und legt den anderen Kopf oben drauf. Und jetzt müsst ihr den Kopf hier unten auseinander machen. Und dort den Körper reinschieben. Als nächstes nehmt ihr euch eure Nase, macht da auch Kleber drauf und klebt den von beiden Seiten an. Jetzt hat er von beiden Seiten eine Nase. Jetzt kommen noch die Ohren. Da macht ihr auch nur unten an der geraden Seite ein bisschen Kleber drauf. Jetzt schnappt ihr euch eure kleinen weißen Kreise, die Augen und macht auch auf die Kleber und klebt die aufs Gesicht. Jetzt kommt nur noch das Pausbäckchen. Da macht ihr auch Kleber drauf und klebt es hier unten an die Seite des Gesichtes. Zum Schluss braucht ihr nur noch euren schwarzen Stift. Da malt ihr nämlich einmal die Pupillen in die Augen, die Nasenlöcher und einen lachenden Mund. So, jetzt ist eure Pepperwoods schon fertig. Und wenn ihr jetzt hier unten die zwei Papiere mal auseinander nehmt, dann könnt ihr da nämlich
euren Finger reinschieben. Und schon habt ihr eine lustige Pepperwoods Fingerpuppe. Und genau nach dem gleichen Prinzip könnt ihr dann alle anderen Familienmitglieder auch basteln und dann am Ende damit spielen. Viel Spaß dabei!